Ja, da. Ja, wirklich da. Tack, 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 tack. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Pokémon. Pearl. Ein bisschen außer Atem. Aber ist ja egal. Wo bin ich denn? Jetzt hast du. Ich weiß gar nicht, ob es eine Arena gibt oder sowas. Ich rede einfach mal random mit den Leuten hier im Haus. Huch, grüß dich. Du hast sicher die Stellenausschreibung draußen gesehen, nicht wahr? Aber ist ja auch nicht weiter wichtig. Sag mal, ist das aber ein Pokédex? Dann kennst du ja Professor Eibe. Das trifft dich gut, denn genauso so einen Pokémon-Experten wie dich suchen wir. Bring mir bitte ein Pikachu vorbei, und zwar noch heute. Wenn wir die Frist nicht einhalten, wird der Sonderbericht nicht mehr rechtzeitig fertig. Also erledige die Aufgabe bitte noch im Verlauf des heutigen Tages, okay? Die Zeitung von Sinnoh hat zwar keine riesige Auflage, dafür aber umso mehr Fans. Und sie geht genau hier in Druck. Okay, cool. Cool, cool. Quell, quell. Warum liegen hier echt meine Handschuhe rum? Und wie ist das hier mein... dieser Film? Fragen über Fragen. Ach, die frische Luft hier tut richtig gut. Auch die Pokémon scheinen sie zu genießen. Okay, hier sind die Cowgirls auch wieder. Ah, das sind meine Bären, die ich gepflanzt habe. Okay. Wusste nicht, dass sie nach Spielzeit wachsen. Oder nach AFK-Zeit. Bei Nana-Bären. Drei Giefebären. Okay. Keine Ahnung, was eine Giefebeere ist, aber. Und ich habe jetzt schon wieder längere Zeit kein Pokémon mehr gespielt. Fünf Nana-Bären, okay. Persenbeere. Und eine Kiefebeere. Ja. Oh, er gießt sogar alle. Okay. Cool. Die Pflanzen scheinen sich zu freuen. Ich freue mich auch. So wie du deine Geschichte hast, verfügt auch jedes Pokémon über seine Geschichte. Wenn diese beiden Welten aufeinander prallen, entsteht eine neue Geschichte. Okay, cool. Wenn ich groß bin, möchte ich meinen Pokémon-Hort arbeiten. Oh, das kennen wir schon. Jeden Sonntag besuche ich den Turm der Ruhenden. Hallo, reisender Trainer. Nach einer Arena suchst du in dieser Stadt leider vergebens. Probier stattdessen doch einmal in Schleiede oder Weideburg. Okay. Ich bin der Leiter des Pokémon-Hauses und gebe uns solche Gutacht auf die wertvollen Pokémon, der Trainer. Sprich mit meiner Frau, falls du ein Pokémon, das unsere Obhut geben möchtest. Naja, ich möchte jetzt nicht unbedingt Pokémon da reinpacken. Das esse ich noch ein bisschen von meinem Pudding. Und wir genießen die coole Musik. Da habe ich auch in den Wasserwagen. Ich hätte meine Füße hochlegen. Kann ich gemütlicher spielen. Und kommentieren.
Ich weiß, rumstehen ist ein bisschen langweilig, aber... Da vorne sind noch mal Bären. Wildbierbären, okay. Was für Bären gibt es nicht? Zwei Sanabären. So, dann tue ich jetzt mal Yonaga-Beere. Ich ja nur eine habe, dann pflanze ich sie natürlich. Nein, ich will die Bar. Nein. Ich wollte die Nanabeere gar nicht reinpflanzen. Die Sanabeere pflanzen. Nein, ich will die Pflanze nicht gießen. Ich will mehr Beeren pflanzen. Was waren die roten Beeren, die ich jetzt gesammelt habe? Ah, Wildbeeren. Ja, ich will die Pflanze gießen. Ich weiß, ob man das hört. Okay, das reicht langsam. Überwässert die ja schon förmlich. Aber richtig hohes Gras. Oh! Oh, eine Zerpeise, okay. Dum, dum. Empoleon! Einfach doppelt so hoch vom Level. Piekser! Angriff! Und gleich kommt dann noch der... Meine Pokémon sind durch die Arbeit auf der Farm stark geworden. Ich bin richtig stolz auf mich. Farmer Anton, oh, der tut sich sogar den Schweiß abwischen. Griffel, oh. Irgendwie ist die Musik ein bisschen vermisst. Geht da mal richtig ab. Lupfstrahl. Go! Ja, damit hast du nicht gerechnet. Girafferig, okay. Das ist so weird.
Oh, Anton. Komm, weiter kämpfen. Komm, Piekser. Go! Bam, bam. Guten Schlag. Oh, man sieht die Maus hier im Bild. Ah, Empoleon stinkt. Anton wurde besiegt. Hoho, deine Pokémon kannst du dich wirklich verlassen. Oh, da kommt wieder ein Tag. Kampf. Oh, nochmal ein Surprise. Was geht los, Empoleon? Miau, miau. So. Weil mein Pokémon mir bei der Arbeit hilft, kann ich sogar ein bisschen faulenzen. Oho, wir zeigen dir, wie tief das Band zwischen Vater und Tochter ist. Ich weiß nicht, warum ich die immer so spreche, aber bei der Musik kann ich irgendwie nicht anders. Farmer und Tochter Doro und Max setzen. Oh! Skin Tank! Metallklaue! Komm gegen Charmian. Und X-Bad. Giftzahn. Ne, Windschnitt. Oh, gegen beide. Tja. Okay. Oh. Ach nein! Selbst mit vereinten Kräften konnten die dich nicht besiegen. Jetzt mal wieder Geld abziehen. Na moin. Hier, da sind wieder Kinder. Oh, da hinten sind aber ein paar Entrons, okay. What is this? Sei gegrüßt, Reisender. Manche unserer Kunden sind recht heißblütig und wollen ohne Unterlass kämpfen, doch lass dich nicht das nicht zwingen und genieße deinen Aufenthalt hier. Willkommen im Café, was das sei. Wobei eigentlich ist es egal, was du gerne hättest, wir servieren dir eh nur Kumu-Milch. Eine Flasche kostet übrigens 500. Okay, komm, ich nehm 10 Flaschen an. Die Kumu-Milch von der Lundon-Farm. Willkommen, dieses Pokémon hier ist mein ganzer Stolz. Oh. Ist hier falsch gesprochen? Egal. Serviererin Frauke fordert dich heraus. Empoleon. Yeah. Angriff. Mach das Pipi platt. Eine Unlicht 60. 50 Erstauner. Oh, Showpunkte 1. T. Komm, natürlich Erstauner raus. Und Spuck.
X-Bad hat Erstauner vergessen und ist gelernt. Oh, die hat aber noch mehr Pokébälle auf dem. Auch hier auf Niederlagen reagiere ich mit einem breiten Grinsen. Hey, hast du die ganzen Endhörner draußen gesehen? Das sind Pokémon, die von chronischen Kopfschmerzen geplagt werden. Ich fürchte, wir müssen abwarten, bis es ihnen wieder besser geht. Ich bin ein Pokémon-Sammler und solcher sehr stolz auf mein Wissen. Möchtest du, dass ich dein Wissen mal auf die Probe stelle? Pokémon-Sammler Ferdinand. Wie er guckt, Alter. Wie zufrieden der Junge ist mit seinem Mogelbaum. Komm, Wasserdüse. Oh, Mogelbaum. Nochmal Wasserdüse. Angriff! U-Boot-Attacke! Mogelbaum! Wenn einfach Mogelbaum Main ist. Alles klar. Du kannst eine beträchtliche Menge an Wissen vorweisen. Das ist schon krass viel Wissen, das ich habe hier. Wir hatten eine hitzige Debatte über Pokémon. Das kommt unseren Sammlern häufig vor. Hehe, Andolin! Pantimos! Ich glaube, da war Pika nicht schlecht. Das war wirklich gut von ihm, also Hut ab. Komm, Metallklaue. Jetzt noch ein Pantimos. Okay. Sehr effektiv. Das Pantimos Main anscheinend. So wie der andere Mogelbaum Main war. Wissen allein ist doch kein Garant für den Sieg. Das ist aber spät eingesehen. Oh, nanu. Wie die zu entwickelt sich.
Glückwunsch, dein Pidgeotto hat sich ein Staraptor entwickelt. Nice. Die Muskeln in seinen Flügeln und Beinen sind so stark, dass es im Flug mühelos kleinere Pokémon tragen kann, indem es sie mit den Klauen festhält. Er ist einfach Grammor und nicht so edgy. Aber eigentlich ist Grammor eigentlich mehr Staraptor und nicht so edgy. Oh, Nahkampf! Holy shit! Tackle, weg mit Tackle. Nahkampf. Dann verprügelt es die richtig so. Schlägt mit seinen Flügeln. Macht sie zu Fäusten und dann so bam, bam, bam. Ich sehe schon, Leute, ich sehe schon. Holy shit. Kann ich euch weghauen? Die Eltern versperren den Weg und machen keinerlei Anstalten, sich zu bewegen. Wie das Pokémon-Züchterin noch grün hinter den Ohren. Aber ich werde mein Bestes geben. Du müsst Hundemon mal eigentlich vorne hinsetzen. Amanda. Alter, wie die guckt. Kann ich Empoleon ein bisschen ruhiger nennen? Charmbolzen. Aber Pi wurde besiegt. Das macht jetzt auch keinen Unterschied mehr. Hundemann. Oh Gott. Macht nichts. Ich habe ja noch nicht so viel Erfahrung. Glaubst du das wirklich? Ich werde so lange weiterlaufen, bis der Weg irgendwann ein Ende findet. Alles klar. Dann mal viel Spaß. Ich ruhe mich ein wenig aus. Wäre ich ein Vogel-Pokémon, würde ich jetzt die Attacke Ruheort einsetzen. Hahaha. Solltest dir übrigens auch eine Verschnaufpause gönnen. TM 51. Okay. Wenn sie ohne Rast weiterfliegen müssten, wären Vogel-Pokémon irgendwie an völlig erschöpften Boden fallen. Cool, dass er mir eine TM gegeben hat.
Nee. Ich bin Schatzsucher und heute ist meine Beute ein Sieg gegen dich. Das ist zwar cringe, aber das interessiert mich nicht. Kengo. Nicht Kenku. Ein Bronzel. Schild heraus, okay. Ich kann nicht gewinnen, du bist einfach eine Nummer zu groß. Ja. Ich bin einfach krasser als du. Gibst du. Zwischendurch gehe ich auch mal langsamer oder lege eine Pause ein. Schließlich bin ich ja auch nur ein Mensch. Gegenschuss eignet sich ideal und Gleiches mit gleichem zu vergelten. Doch bitte nur im Pokémon-Kampf, nicht im wirklichen Leben. Sonst würde man sich erlaubt streiten und bekämpfen. Oh cool, sie haben 66. Setze diese Attacke ein, nachdem der Gegner zum Zug gekommen ist. Verdoppelt sich ihre Stärke. Überhaupt, ich wäre reingedöst. Das habe ich noch vorgetäuscht. Ja! So wie Rock Lee. Oh, Schwarzgurt Alfred. Medite. Mediterran. Los, Napoleon. Napoleon. So. Wir können die Sinne wiederbeleben. Habe ich gehört? Wie die zu.
Flügelschlag. Damit hat er wohl nicht gerechnet. Glück. Eine Fausttafel, okay. Eine Inschrift eingraviert. In dieser Tafel steckt die Kraft besiegter Giganten. Tipp für Trainer. Oh, Moment. Lese ich nochmal. Pokémon hat irgendwie entweder physische oder Spezialattacken. Die Stärken von hängt vom Angriffswert des Pokémons ab. Die Stärke Spezialattacken wird hingegen von Spezialangriffswert Pokémon bestimmt. Wenn man das schon vorher nicht weiß, dann weiß man spätestens jetzt. Okay, da will ich nicht runterspringen. Der Schneider! Bei Morbian. Ganz hier ein, was ich am wenigsten habe, da hier wäre. Eine Kapsel Mega Block. Cool. Komm da dann mit der Heckenschere. Oh, es macht keinen Unterschied, wo er langläuft. Jeder vergossene Tropfen Schweiß macht mich nur noch stärker. Oh, Marek. Ja. Ich hab nach meinem Pokémon egal.
Ja, cool, Game Ready Driver ist bereit. Los! Das hat aber einen weirden Kopfkamm, also. Ich will es zwar nicht ganz wahrhaben, aber eine Niederlage ist eine Niederlage. Okay, ein Kleinstein. Ja. Natürlich wieder die gute alte. Ich weiß gar nicht, was war das? Ausdauer, Zähigkeit oder whatever? Auf Gegnerseite immer sehr lästig. Schockwelle. Laufen ist gut, aber nicht. Aber nicht übertreiben. Ein Hyperheiler. Oh nein, wieder gesandwiched. Ich will zur Schleiede Arena, um die Arena-Leiterin herauszufordern. Aber davor will ich noch mal kämpfen. Kämpfe gegen jeden, auf diese Weise werde ich besser. Oh, Ass-Trainer. Trainer Luisa und, keine Ahnung. Oh, Kadabra. Und Klaus, Garados. Oh.
Windschnitt. Okay, das ist mal ein interessanter Kampf jetzt. Oh, Hundemann erreicht Level 29. Ha! Astrina, Luisa und Klaus. Du hast meine Zuversicht erschüttert. Du hast gesiegt und ich habe verloren, aber an Erfahrung gewonnen haben wir beide. Ich hab den vorhin wie ein Mädchen gesprochen. Und sieht auch aus so wie ein Mädchen. Magobären. Wikibären, okay. Weird. Ja. Eine Magobeere und eine Wikibeere. Ja. Das ist nicht FPS, so eine komische Dose. Das ist so, ich weiß nicht was das ist. Das ist hier, das heißt hier Multaben Figur oder so. Das sind Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung. Da ich sowas aber nicht tue, aber ich es einfach mal mitgenommen habe, hau ich mir da jetzt noch was rein. Dann brauche ich heute nichts mehr essen. So. Hoffe ich zumindest. Nicht, dass ich mir wieder fünf nichts davon mache. Ich wollte nach Elises, aber einige Pokémon habe ich den Weg gesperrt. Schleide. Passiert doch wieder. Oh Gott. Lagerhalle von Team Galactic. Zutritt verboten. Hey, du. Ja, du. Du befindest dich auf dem Gelände von Team Galactic. Das hier ist kein Spielplatz. Okay, Bro. Alter, wie ruhig riecht denn das? Das habe ich in die Spielmaschine gepackt. Okay. Also damit meine ich jetzt diesen Shaker, den ich habe. Hätte ich eine Facecam an, dann würdet ihr das sehen. Aber... da ich sie nicht anhab, könnt ihr es leider nicht sehen. Riecht diese Kacke nicht auf. Erinnert mich daran, dass ich da vielleicht noch so einen Löffel oder so rein tun soll.
So, da fülle ich jetzt dann gleich noch ein bisschen Wasser rein. Und das Ding stecke ich da jetzt einfach mit rein. Damit das ein Teil davon. Ich habe auch den Deckel ein bisschen kaputt gemacht beim letzten Mal, als ich das genommen habe. Dann fülle ich da jetzt noch ein bisschen Wasser rein. Dann komme ich gleich wieder. Ich stelle mich mal, positioniere mich jetzt da oben. Und dann bis gleich. So. Muss ich nur noch, vielleicht hört ihr es ja gleich. Kann mich aber auch muten dafür, wenn es stört. Ja, komm, ich mute mich schnell. So, boah, schmeiß ich. Bin ja ein Mini-Pilz. What? Wo hab ich den denn her? Ach, okay, weird. Da bin ich fast der Controller runtergefallen. Okay, da oben ist dann eine Frau. Schleier, wird nicht umsonst Stadt der Steine genannt. Hier gibt es sogar Meteoriten. Die Modewelt Metronom, die hier neulich eröffnet hat, scheint bestens anzukommen. Okay. Neues. Schleide, eine Stadt aus Stein gehauen. Mit einem einzelnen Baum. Kann ich da raufklettern? Ist sehr uneben. Ob man sie mit Hilfe einer VM-Attacke erklimmen kann? Wahrscheinlich, aber ich hab sie noch nicht. Hilda ist die Arenaleiterin in Schleide. Marinus, der Arenaleiter in Weideburg. Dann haben wir Lamina in Herzhofen. Sie sind alle viel zu stark, gegen die habe ich keine Chance. Dann trainieren ein bisschen. What's the problem? What's the matter? Komm, Pokémon Center. Blap, 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 blap. Dum, dum, dum. Vielen Dank für deine Geduld. Ich habe es übrigens in Schoko. Gibt's auch in Vanille. Habe ich auch schon geholt. Ich habe es aber noch nicht probiert. Ich will Schoko erstmal leer machen. Ich weiß nicht, ich finde es mit Wasser schmeckt irgendwie so. Na gut, es ist mit Wasser. Ist so, als würde man Kakao mit Wasser machen. Ich glaube, dem hatten wir auch schon mal. Ja. Aber weiß, haben wir hier noch nie angesprochen. Das habe ich nur in meinen Videos angesprochen. Ja, weirde Geschichte, muss ich das sagen. Weirde Geschichte. Gibt sogar Tutorials auf YouTube. Ich habe mir einen Sonnenschirm gekauft.
aber ich will nicht, dass er vom Regen nass wird. Also sehe ich mir immer die Wettervorhersage an, okay. Nice. Ein Sonnenschirm auch nichts anderes ist als ein Regenschirm. Wilde Geschichte, Leute. Wilde Geschichte. Laut einer Legende hat der Kraterberg Sino in zwei Hälften geteilt. Wenn ich mir Chalelos ansehe, ist da vielleicht sogar etwas dran. Okay. Wenn es Menschen gibt, die sie sehen wollen, erscheinen Pokémon auf verschiedene Art und Weise. Ich wasche mir noch mit meinen Händen. Holy shit, jetzt bin ich aber permanent weg. Was ist denn das denn? Was ist denn heute neu? Auch immer die sich da so zusammenkauert. Ich hab ja wieder Angst vor irgendwas. So. Das Team Galaktik-Gebäude stört mich. Es wirkt so bedrohlich auf mich, dass ich kaum noch schlafen kann. Diese Dornendinger an dem Gebäude, sind die jetzt in? Was für Dornendinger? Was für Dornendinger. Erstmal rede ich mal mit der Festfrau. Ich bin hergekommen, im Kaufhaus mein Geld zu verprassen. Aber mit all den Felswänden hier wirkt der Ort recht kalt. Das Pokémon Eisbefreund in Trainers hat mich zur Herstellung dieser Sticker inspiriert. Möchtest du welche haben? Jo, das Sticker. Ah, die fragt mich, ob ich sie haben will und gibt sie mir einfach, okay? Willkommen, wie kann ich dir helfen? Etwas kaufen. Hyperbälle. Geil. Komm, ich kaufe mir 15 Hyperbälle. Ja. Hier ist die Ware. Einen Premierball. Nice. Und Superbälle kann ich auch kaufen. Komm, da kaufe ich 30. Nein. Aktuell habe ich nichts. Ich liebe diesen Hauch von Luxus, der in solchen Kaufhäusern in der Luft liegt. Willkommen im Kaufhaus von Schleide. Was krieg ich denn hier? Wie kann ich helfen? Protein. Das ist der Angriffsbasiswert eines Pokémon dauerhaft erhöht. Oh. Kalt. Da brauche ich ein bisschen Geld. Was kann ich dann verkaufen? Riesenpilz. Mini-Pilz, den hat sich vielleicht aus dem See gezogen. Ah, okay. Da gibt es diese andere Sachen. Kampf stark an. Die Wirkung wird mit dem Austausch eines Pokémons beendet. Nein, es ist nicht so. Nicht so geil. Nicht so geil. Als Teil einer Werbeaktion verschenken wir hier Apps für den Poketch. Möchtest du vielleicht Interesse an der Poketch-App-Zähler? Kannst du wirklich immer zählen? Okay. Mit dem Zähler kannst du bis 9. 1999 zählen.
Wow, warum auch immer ich das tun sollte. Ich habe meinem Zipote KP Plus, das erhöht KP. Oder etwa nicht? Okay, ich habe das voll falsch gelesen. Wo finde ich nur das passende Kleid für die Super-Wettbewerbsshow? Hallo, kann ich dir helfen? Was empfehlen Sie? Wenn die Attacken richtig sitzen müssen, brauchst du Angriff Plus. Okay. Willkommen, wie kann ich dir helfen? Oh, TM, cool. Dampfwalze, Fußtritt, Kehrtwende, Trugschuss, Erholung, Schutzschild, Bodyguard, Kraftstuhl, Schwerttanz, ein Kampfgeist wecken soll. Ah, okay. Ich würde gerne Kleidung kaufen, aber... Feuersturm, Donner... Okay. Flammenwurf. Einmal. Das gebe ich. Das gebe ich unserem guten Freund. Aber ich schenke Pyroball, Gigastrom, Hyperstrahl. Unvergessene Ziele. Initiative, okay. Die Kraft geht das Ziel an und muss dann eine Runde ruhen. Okay, Hyperstrahl. Den Anwender zwingt, eine Runde auszusetzen. Aber wenn er trifft, dann... Dann ist es vorbei. Beutel. Ich möchte tatsächlich meine... meine Feuer-TM benutzen. Hundemon kann es erlernen. Flammenwurf kann auch Georock erlernen. Ja. Letzten Attacke des Tiefs wird um viel gesenkt. Wieso hat denn der sowas? Du bist ein Feuer und Licht. Du brauchst eine Feuerattacke. Aktuelle Elektro. Ja, der Elektroschlag. Ausweichen nicht möglich. Gegenstoß. Also für Hühner. Raub. Ah ne, wobei ich sollte mit den Leuten oben noch reden. Liebe TMs über alles, deswegen komme ich ständig hierher, aber drauf tue ich nichts. Weird. Weirder Bro. Ein Freund hat mir neulich über die drahtlose Verbindung ein Mashup zugeschickt, aber bei mir ist ein völlig anderes Pokémon angekommen. Warum nur? Hallo, kann ich dir helfen? Was empfehlen Sie? Für Pokémon für Feuer darf ich Feuersturm empfehlen. Willkommen, wie kann ich dir helfen? Ecksockel. Grundsockel, Trapezsockel, Transparenzsockel. Okay. Warum auch immer ich Sockel kaufen sollte. Ah, jetzt weiß ich für was, aber ist egal. Ecksockel M, Grundsockel M. Weil der Junge keine Pokémon hat, findet sein Training laut ihm in seinem Kopf statt.
Wenn dir ein wildes Pokémon begegnet, verwende sofort einen Flottball. Sollte der Kampf allerdings etwas länger dauern, dann setzt einen Timerball ein. Was empfehlen Sie? Dieser Trapezsockel ist sehr beliebt, da fühlt man sich glatt in die Berge versetzt. Okay, Grinch Bro. Da muss ich aber ganz dringend los. Die nächste Ebene. Ich habe erstmal genug eingekauft, jetzt brauche ich eine Erfrischung und Ruhe. Ah, ein junger Pokémon-Trainer. Nimm den Rat eines Älteren an und nutze diesen Klettern. Okay. Wenn ein Pokémon ihn trägt, dann von einem anderen Pokémon getroffen wird, wird das gerade kein Item bei sich hat, heftet es sich an den Gegner und fügt ihm Schaden zu. Okay. Zwei starke Jungs stehen hier rum, das ist alles. Ich halte dieses Kaufhaus seit Jahren die Treue. Deshalb bin ich jetzt auch Stammkundin. Okay. Hallo, danke, dass du bei uns einkaufst. Welche Stockwerte möchtest du? Erdgeschoss. Soll ich gerade. Oh, das ist eine Frau. Gar kein Typ. Erdgeschoss, Medizin und Items für mutige Abenteuer. Dann gehe ich jetzt in die Arena. Wird aber auch Zeit hier. Oh ja, Team Galactic lagert alle möglichen interessanten Sachen in ihrem Gebäude. Ich habe gehört, sie haben dort sogar eine TM. Barik. Tick-Tack. Den Kopf immer im selben Rhythmus zu bewegen, ist einfach ein tolles Gefühl. Hier, das ist für dich. Ein Metronom. Okay. Ein mysteriöser Meteorit, der vom Himmel gefallen ist. Zertrümmerer. Wäre weird, einfach Zertrümmerer einsetzen, das ist nicht kaputt. Bin ich hier gerade bei Galaktikgebäude von Schleide? Wir träumen vom Universum. Ein Fläschchen AP Plus. Team Galaktik arbeitet hier jeden Tag und Nacht an der Erschließung neuer Energieressourcen. Du bist noch etwas zu jung für uns. Wenn du älter bist, kannst du dich uns gerne anschließen. Wir von Team Galaktik erbeuten alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Und was uns wertlos erscheint, das löschen wir aus. Das ist unsere Philosophie. Du brauchst einen speziellen Schlüssel. Okay. Herzlich willkommen, das ist die Galaktikzentrale. Verzeihung, ich meine natürlich das Galaktikgebäude von Schleiede. Wir betreten die Ansicht, dass die Zukunft der kosmischen Energie gehört. Stell dir nur mal vor, wie wunderbar es wäre, wenn wir uns diese gewaltige Energie zunutze machen können. Okay. Irgendwie fühle ich mich ein bisschen wie ein Final Fantasy 7. Ich kann aber nicht sagen, warum. Das Motto von Team Galactic lautet: Alles weit und breit gehört uns. Heute die Welt, morgen das Universum. Kann ich mit dem Ding interagieren? Nö. Kein Plan, was ich da machen kann.
Keine Ahnung. Ich gehe lieber zur Arena. Da unten ist eh so ein Rüpel. Wir haben die TM Fliegen hier in unserem Gebäude gelagert. Mir wurde gesagt, ich darf sie haben, wenn ich mich als würdig erweise. Okay, cool. Modewettlager waren im Überfluss. Okay, ich darf da einfach reinspazieren. Okay, diese Box kommt dahin und... Ah, es gibt ja so viel zu tun. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Selbst ein Pipi mit seinen winzigen Pfötchen wäre mir eine große Hilfe. So viele Pakete zu verschicken. Und noch mehr Briefe. Gucken Sie einfach in Ihr Posteingang. Modewelt Metronom, überlass dein Outfit nicht zum Zufall. Ich muss auch noch ein paar Sachen verschicken. Willkommen in unserem Geschäft, kümmern wir uns um deinen gesamten Look, von der Kleidung bis zur Frisur. Oh, die Musik ist aber interessant. Ich kann mich nicht entscheiden, was ich kaufen soll. Willkommen in der Modewelt Metronom, suchst du noch was Bestimmtes? Ich will was kaufen. Pikachu-Hoodie, Latzhosen-Outfit, Evoli-Jacken-Outfit, ich würde gerne einfach Gengar-Jacken-Outfit, okay. Cyber-Outfit, alles klar, Winter-Outfit, Frühlings-Outfit, Freizeit-Outfit, Lederjacken-Outfit, alles klar. Ich kann mir nichts leisten aus dem Pikachu-Hoodie, aber ich finde ihn weitaus besser als das, was ich jetzt anhabe. Vielen Dank, bitte beehre uns bald wieder. Ja, endlich. Eine bessere Kleidung. Oh nein, die T-Shirts mit Pipi-Aufdruck sind schon ausverkauft. Who cares? Wo hat der Wind nur meinen Schal hingeweht? Der Luftschacht, der versorgt die Untergrundhöhle mit frischer Luft. Wir suchen den See der Kühnheit, gleich unter, hinter Route 214. Okay. Aber da will ich nicht hin, denn ich will selber kühn sein. Kühn, kühner, kühne. Ja, wo ist er denn nur hin? Ich suche mit meiner großen Linse alles nach der Linse ab, die mein Herzblatt hier irgendwo verloren haben muss. Ist ja aber leider kein Erfolg. Wo ist die nur? Ich habe bei der Linse verloren, aber ohne Linse kann ich schlecht suchen. Schleide wird nicht umsonst Stadt der Steine genannt. Hier gibt es sogar Meteoriten. Das hat zwar nichts damit zu tun, aber hier ein paar technische Maschinen für dich. Oh, TM63. Cool. Setzt dein Pokémon Ränkeschmied ein, wird sein Spezialangriff erhöht. Aber das nur am Rande. Viel Vergnügen noch in der Stadt der Steine. Ach, sind wir ein wenig müde? Nein, nicht du. Ich meine deine Pokémon. Wenn du möchtest, kann ich einem deiner Pokémon eine Massage geben. Was sagst du dazu? Ja. Welches deiner Pokémon braucht eine Portion Entspannung? Hundemon, komm. Ha, dann mal los, entspann dich, mein Kleines. Ich hab verträumt und zufrieden. Übrigens hat ein Pokémon das hier bei sich getragen. Bitteschön. Ein Eifersticker. Okay. Komm morgen, wenn du wieder magst. Der Schallmann in Weideburg ist der Freund meiner großen Schwester. Wenn sie gemeinsam etwas unternehmen, haben sie immer ihre Pokémon dabei. Der Schallmann, okay. Warst du schon in der Schleide-Arena? Ist echt interessant, kann ich dir sagen. Mich erinnert irgendwie an die Turnhalle. Es gibt viele Zauberkünstler. Du weißt schon, 600 Illusionisten. Aber es könnte doch sein, dass etwa 5% davon wirklich übernatürliche Kräfte haben. Sie könnten einfach Uri Geller sein. Oh. Oh, das ist unsere
Oh. Na, Markus, kämpfst du dich wieder durch die verschiedenen Pokémon-Arenen? Du wirst echt von Mal zu Mal stärker, oder? Kommt mir das nur so vor, was ich hier mache? Oh, ich war einkaufen im Kaufhaus und ich meine, ich arbeite natürlich auch an meinem Pokédex, aber naja, man sieht sich später. Oh, fucking Lucia, okay. Oh. Das ist eine Kampfarena. Da packe ich Hundemon lieber weg. Der kriegt nur aufs Maul. Dann ist Speedy zu Zeit. Speedy zu! Staraptor! Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pau! Er kann sogar Nahkampf. Der nimmt's mit allen auf. Mit allen, die sie mir da entgegenwerfen. Jetzt sag ich euch. Jetzt sag ich euch. Hat nicht wirklich, war nicht wirklich gut, aber. Aber egal. Howdy, du günstiger Champ. Die hiesige Arena-Leiterin. Das Pokémon vom Typ Kampf ein. Damit hat sie einen gewaltigen Typenvorteil gegen Pokémon vom Typ Normal. Aber, und jetzt hör gut zu, denn das verrate ich nämlich nur dir. Arena-Leiterin Hilda hat gesagt, dass Pokémon von Typ Flug, Psycho und Fee hier richtig gefährlich werden können. Danke, da gehe ich einfach raus. Da gehe ich freiwillig wieder. Wir sind das Karate-Quartett. Ich versetze dir einen Schlag im Namen des Mut. Ja, für den Mut. Schwarzgurt Darius. Mashok. Pidgeotto. Der schlägt einmal richtig zu. Aeroas. Go! Sehr effektiv. Mashok wurde besiegt. Pidgeotto erreicht Level 35. Noch ein Mashok. Da kämpfe ich weiter. Das ist sehr effektiv. Mach Holo ein. Jetzt kommt die Reserve raus. Komm, da reicht nur ein Flügelschlag. Ich konnte den Sieg nicht erzwingen. Wir sind das Karate-Quartett. Ich versetze dir einen Schlag im Namen der Tränen. Ja, für die Tränen. Elliot! Mashok! Mashalaok! Go!
Yo, Flügelschlag! Bam. Ma, Punkt, A, Schock. Medite. Mediterran. So, als hätte das eine Windel an. Flügelschlag. Oh, Scanner. Es hat sich die Runde noch gerettet. Offenlegung. Autsch. Und das hilft ihm halt auch nicht mehr weiter. Ich bin total ausgepowert vor Hunger. Dann ess halt was. Jetzt kannst du Mittagspause machen. Wir sind das Karate-Kotze. Ich versetze dir einen Schlag im Namen der Hoffnung. Ja, für die Hoffnung. Für die Hoffnung. Klodwig. Die Namen werden immer weirder. Schlag. Okay. Wir waren nicht gut genug. Viel hat allerdings nicht gefehlt. Wie viele waren das jetzt? Ich habe irgendwie nicht aufgepasst. Tja, jetzt habe ich ihm die Sicht versperrt. Wir sind das Karate-Quartett. Ich versetze dir einen Schlag im Namen der Liebe. Hiya! Für die Liebe! Oh, Marius! Hiya! Okay, dann auch wieder 3. Flügelschlag! Go! Mashok! Nee, ich will gar nicht wechseln. Noch ein Marschock. Flügelschlag. Creamy. Steht hier auf meinem Shaker drin.
Schwarzgott Marius wurde besiegt. Ach, zermalmt. Unter dem Gewicht deiner Niederlage, ich wollte Verlust sagen. Oder seiner Unfähigkeit. Das ist schon ein weirdes Rätsel hier. Mag was nicht. I don't like this. Ich hätte schon fast gesagt, ich hätte da oben lang gekannt, aber hätte ich gar nicht. Hallo, schön dich kennenzulernen. Ich bin Arenaleiterin Hilda. Ich weiß nicht genau, was Stärke ausmacht und ich habe keine Ahnung, wie ich es zur Arenaleiterin geschafft habe. Aber ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben und die Rolle so gut ausfüllen, wie ich kann. Da kann kommen, wer will. Oh. Arenaleiterin Hilda fordert dich heraus. Oh, keine Socken im Dojo! Denk zurück an den Tag, keine Ahnung, an was für einen Tag es gerade gedacht hat, aber... Ja. Vielleicht ja. Masha! Nein, ich möchte mein Pokémon nicht... Wie viele Pokémon hatten die eigentlich? Drei. Komm, Aeroas. Oh, Hundemann ist bei Level 30. Lucario. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der Kampf ist noch nicht zu Ende. Lucario! Oh mein Gott! Nahkampf. Lucario wurde besiegt. Hundemann erreicht Level 30. Ah, jetzt sind die offline, Alter. Richtige Keks haben brauche ich auch nicht mehr. Oh, Feuerzahn. Natürlich, da kann ich noch weitermachen. Wollte ich noch mit den Boys reden, aber... Haben wir noch Beiß mit flammenden Reis hinzu? Die schreckt eventuell zu. Eins, zwei und schwupp. Und der Mann hat vorhin nur vergessen und Feuerzahn erlernt. Hilda wurde besiegt.
Ich muss die Niederlage akzeptieren. Du bist einfach zu stark. Okay, du hast gewonnen. Ist schon eine Weile her, dass mir jemand in einem Pokémon-Kampf das Wasser reichen konnte. Das war sehr lehrreich. Jedenfalls hast du hier damit deinen Orden redlich verdient. Hier hast du ihn. Nice! Bam! Du hältst den Bergorden von Hilda. Ich sollte wohl besser auch erklären, was dieser Orden bewirkt. Mit diesem offiziellen Orden der Pokémon-Liga kannst du über den Pocket die VM-Attacke Fliegen einsetzen. Oh, und die hier sind für dich Sticker, die Hilda verwendet. Okay, gut, danke. Und TM60. What is this? Enthält die Attacke Ableitlieb. Sie fügt dem Ziel nicht nur Schaden zu, sondern raubt ihm auch KP. Nice. Deine Pokémon sind stark, aber unsere Arena-Leiterin Hilda wird euch zusammenfalten wie ein Papierflieger. Der arme Papierflieger. Oh, da wartet sie. Hi Markus, kannst du mir bitte helfen? Ich habe aus Versehen meinen Pokédex fallen gelassen und Team Galactic hat ihn sich geschnappt. Ups. Lässt ihn so vor dem Hauptquartier fallen, so. Ups. So, und dann, kann ihn mir jemand aufheben? Dann, Team Galactic. Ah, Pokédex muss mitnehmen. Nimm den Pokédex und haut einfach ab. So, Bruder, muss ganz dringend los. Bitte, du musst mir helfen, ja? Ich warte vor der Lagerhalle auf dich. Vom Team Galactic vermöbel ich natürlich. Wir kommen bald wieder die Untergrundabenteuer. Ich sehe es kommen, Leute. Ich sehe es schon kommen. Oh. Kann ich sie nicht verprügeln, oder? Willkommen, Staraptor. Und da ziehen wir beide die Ärmel rauf. Und dann setzen wir beide in Nahkampf ein. Vielen Dank für deine Geduld. Deine Pokémon sind wieder topfit. Bitte beehre uns bald wieder. Verbeug mich gerne vor fremden Menschen. Okay, ich glaube, ich muss dann da unten reingehen, oder? Ja. Definitiv. Für 1000 Pokémon kämpfe gegen die. Ich habe ja zwei von den komischen Dudes schon besiegt, also. Hi Markus, kannst du mir bitte helfen? Ich habe aus Versehen meinen Pokédex fallen gelassen. Die Galaktik hat sich geschnappt. Würdest du zusammen gegen sie kämpfen? Bitte. Nur deine Pokémon zusammen mit mir und meinen Pokémon. Ein Dream Team, das gar nicht verlieren kann. Diese Schurken werden mit ihren fiesen Machenschaften nicht davonkommen. Dafür sorge ich. Das war's schon so wie ein Yu-Gi-Oh! Duell! Papinella. Und Pudox. Idi zum Pipi. Und Bidizu bedroht sie natürlich wieder alle. Zieht dann einfach so eine Pistole so raus. Oh, das ist ja keine Blechenattacke. Dann mache ich das schon. Pudox. Oh, 761, neues. Whirlpool. Ja.
Ja, okay, das ist nicht so gut. Ich dachte, es wäre stärker. Wow, die schlechteste Attacke, die man benutzen kann. Fucking Heuler. Oh, der setzt Glibunkel ein. So, Papinella. Ich muss Papinella zu Fall bringen. Ich weiß gar nicht, wie stark das Pipi von dir ist. Und Billy zu. Hat wieder ein Level up. Gift Shark. Bin ich wieder auf das stärkste Pokémon der Gruppe. Wow. Ist Level 25. Flügelschlag. Die Bucke. Da ist der dann gleich raus. Gio. Kapsfurie. Au. Zweimal getroffen. Besiegst Rüpel von Team Galaktik. Von zwei Kindern besiegt, das darf nicht wahr sein. Hätte ich mich doch zurückgehalten und einfach nur das Lager im Auge behalten. Hätte ich meine Pflichten vernachlässigt, wäre das alles nicht passiert. Erstmal Yu-Gi-Oh! Master Duel auf dem Handy installieren. Ah, das stinkt doch zum Himmel. Unsere Pokémon sind die reinsten Blindgänger. Wir sollten uns im Hauptquartier neue besorgen. Sein dämlicher Pokédex interessiert doch hier eh niemanden. Team Galactic werden schon bald alle Pokémon der Welt gehören. Nein, das gesamte Universum wird uns gehören. Hier, nimm ihn. Da hast du deinen nutzlosen Pokédex. Ha. Der ganze wichtige Kram, den wir hier in der Lagerhalle aufbewahrt hatten, wurde sowieso schon nach Weideburg geschafft. Also bleiben wir unserem Namen treu und machen einen rüpelhaften Abflug. Ihr werdet schon noch euer Fett abbekommen. Was ist hier denn los? Warum laufen die Typen von Team Galactic durch die Straßen und benehmen sich so, als würde ihnen alles gehören? Vielen Dank, Markus. Ganz ehrlich. Wenn Professor Eibig jemals herausfinden sollte, dass ich meinen Pokédex verloren hatte, oh, mag gar nicht daran denken. Dann schmeißt er mich raus. Er setzt mich auf die Straße. Es ist undenkbar. Also, was hast du jetzt vor? Ich überlege, nach Weideburg zu gehen. In dem Großmoor dort leben nämlich viele verschiedene Arten von Pokémon. Also, ich glaube, ich gehe erstmal da oben und dann raide ich die noch. Zeit zu plündern. Hey, hey, was haben wir denn hier? Du gehörst ja mal gar nicht zu Team Galactic und bist doch ein Kind. Das, was wir mit der Energie vom Windkraftwerk erschaffen haben, ist bereits in Weideburg. Was? Ach, darum geht es gar nicht. Die TM fliegen. Nice. Du kannst fliegen über die App einsetzen. Du bist schnell in jede Stadt gelangen, die du bereits besucht hast. Geil. Ich würde gerne da reinkommen. Einen speziellen Schlüssel. Ich bin nicht nur ein Kind, sondern ich bin das Kind, das euch alle besiegen wird.
Ich kecki muss Keks. Okay. Muss ich nochmal Master Duel öffnen? Denn ich möchte schließlich noch einloggen. Wenn ich Crossplane kann, das ist die andere Frage. Aber gut, dann müsste ich das Tutorial spielen. Ich müsste eh auf die Toilette. Das ist halt die andere Sache. Aber ich weiß halt nicht, ob ich hier irgendwas machen kann. Aktuell. Muss ich schon langsam dringend hier. Also das ist dasselbe, was die so auch sagen. Ja, okay. Ich bin kurz weg. Ich komme gleich wieder. Ich bin dann nur schnell auf die Toilette. Kann ein bisschen dauern.
So. Bin ich wieder da. Ich hoffe, ihr habt die Musik genossen. Oh, da ist sogar mein Controller ausgegangen. Ich hoffe, der funktioniert noch. Nicht, dass ich ihn wieder laden muss. Ich schau mal nach da unten. Willst du echt Route 214 entlang gehen? Die ist doch total unwegsam und sehen gibt's auch nichts. Gut, da ist dieser Ruinenmaniac, dem du mal einen Besuch abstatten könntest. Dieser Typ gräbt sich ganz allein durch dickstes Felsgestein. Oh. Achtung, hinter dir. Oh nein. Das ist so eine Psychotusse. Und dann benutzt den Nebula. Nice. Aeroas. Nebula wurde besiegt. Seherin Ariana Kadabra. Aeroas. Bam! Voll rein. Voll ins Gesicht, Mann. Es wird weiter runtergeladen. Okay. Traunfugil, okay. Oh, das sieht so süß aus. Mein Plan, dich zu verängstigen, ist gescheitert. Amrena-Bären. Wären. Oh. Nehme ich mit. Granabären. Ich habe natürlich das Bedürfnis, wieder alle Bären mitzunehmen, die ich vorher mal gepflanzt habe. XSP-Wert. Verteidigung. Oh. Sieg oder Niederlage. Wer weiß schon, wie es ausgehen wird. Das ist kein Freundschaftsspiel. Rollenspieler Fedor. Goldini.
weiterkämpfen. Er spielt, wirft wieder Goldini ein. Ich liege gerne mal daneben. Jetzt ist er sauer. Was? Das könnte ich nicht lesen. Oh, was? Du hast ein Pokédex. Da. Ah. Sammler Lorenz. Sieht mir schon aus wie so ein Lorenz. Oh, ein Ponita. Aber völlig in den Bann gezogen. Nahkampf. Oh, nochmal ein Ponita, okay. Ja, der hat bestimmt auch wieder dreimal Ponita. Nahkampf. Ponita. Level 24. Ich bin so neidisch auf deinen Pokédex. Okay. Weird, Bro. Weird. Oh, du möchtest mir etwas über Pokémon beibringen? Oh, Schönheit Regina. Burmadam. Dagegen könnte auch ein bisschen Feuer helfen. Müsste jetzt zum ersten Mal begegnen, das. Okay. Dann erinnere ich dran. Au. Wow, das kannte ich noch gar nicht. Ich habe die Präsenz eines Trainers gespürt. Und das warst du. Ich weiß nicht, ob das ein Typ oder ein Mädchen ist. Nee, ist ein Typ. Sehr Eckbert. Sehen fast gleich aus. Oh, ein Apollo. Aeroas. Kadabra. Wenigstens benutzen sie mal andere als bloß dreimal dasselbe. Dreimal Apollo. Immer das Gefühl, da waren die Leute dahinter ein bisschen, wie soll ich sagen, einfallslos. Mit solchen Sachen. Eckbert wurde besiegt. Wer dich besiegen will, wird es nicht einfach haben. Oh.
Ja, ein Surprise. Ich will kein Surprise. Ich will was anderes. Ich will was anderes. Was anderes. Ein Mogelbaum. Habe ich den schon gefangen? Ich glaube nicht, oder? Nein! Flügelschlag! Bitte töte ihn nicht. Ah! Ah, die Attacke ist verfehlt. Flügelschlag. Oh, scheiße. Ich hätte es gerne gefangen. Jetzt habe ich nochmal Glück. Ein Ponita! Nice. Nice. Oh, nö. Ich in mein Team. An die Box. Verbrieftaube. Internetempfang. Okay, Spiel gespeichert. Suche nach Geschenk. Männer PI, okay. Modeartikel geschenkt. Okay. Platin-Outfit. Nice. Sammlung zuliebe kämpfe ich auch mit Tränen, die ich nicht besiegen kann. Das macht einen Sammler aus. Georg. Der sieht mir echt aus wie so ein Georg. Hydroa.
Ja, Giftdorn. Ich möchte weitermachen. Und er setzt Roselia ein, okay. Noch ein Roselia. Kann ich aber nicht mehr vergiften, dann ist er schon vergiftet. Tja. Flügelschlag. Sehr effektiv. Wurde besiegt. Tja. Oh, X-Bad. Auf deinen letzten Angriff kannst du stolz sein. Definitiv kann ich da stolz sein. Beutel. Findest du einen Top-Trank? Ich habe mich auf die Reise begeben, um die Rätsel der Welt zu erkunden. Das habe ich ziemlich stark gemacht. Oh, Ruinenmaniac Theodor. Schlüterus. Oder so, Robustheit. Und übersteht die Attacke natürlich. Okzuki. Aber Schilderus gibt sich geschlagen. Was eine Täuschung. Es gibt noch viele unerforschte Rätsel auf dieser Welt für mich. Ich sollte also nicht in Selbstmitleid versinken. Eine Großwurzel. Um meine Lieblings-Pokémon zu finden, suche ich in allen Himmelsrichtungen. Hagen.
Noch ein Bamidin. Achso, ist der ein Sammler. Da kämpfe ich weiter. Wäre lustig, wenn er einen Shiny auspacken würde. Aber nicht so Zuki. Das reicht auch. Mama, das sind doch meine Lieblings-Pokémon. Einfach Bamelin. Dreimal bitte. Ich habe das Gefühl, dass hier etwas Geheimnisvolles verborgen liegt. Wie dem auch sei, ich werde dir im Kampf zeigen, welche Pokémon ich entdeckt habe. Otto. Cognodon. Zuversicht auf den nächsten Schachzug. Das ist immer Nahkampf. Ich möchte nicht mein Pokémon wechseln. Auch wenn die anderen Attacken. Wenn das schwächer ausfallen, weil Aeroass müsste trotzdem stark sein. Nein! Oh. Wenn es auch noch ausweicht. Das finde ich nett. Bronzel. Komm, ich zu meinem Pokémon wechseln. Hundemon kommt jetzt. Flammenwurf. Grill des Bronzel. Schmelz es ein. Kann ich mit Pokémon gewinnen, die mir noch nicht vertraut sind. Tja, dann nehmen wir einfach andere Pokémon. Zertrümmerer. Ilica. Idispitzer. Oh, und Girafarig. Komm, ich nehme nochmal einen Hyperball. Und fang das. Oh, damit. Wir haben einen Hyperball. Oh well. Das war's dann wohl mit Girafarig. Aber vielleicht treffe ich es noch im Untergrund.
Schaufler. Jeder nennt mich nur den Ruinen-Maniac. Aber mir ist ganz egal, wie sie mich nennen. Ich werde diese Felswand Stückchen für Stückchen abtragen. Und weißt du auch, warum? Ich bin ein Ruinen-Maniac, der nach Inkognito fasziniert ist. Das kommt jetzt vielleicht ein bisschen plötzlich, aber wie wäre es, wenn wir uns einen Wettstreit liefern würden? Du gehst los und fängst Inkognito, während ich hier weitergrabe. Mal sehen, wer als erstes fertig ist. Na, ich habe erst da alle Punkte fertig, alle abgegrast. War beim Ruinen-Maniac. Weiß ich gar nicht, was ich machen soll. Kühnheitsufer. Komme ich da weiter? Da unten. Ich habe jetzt keinen Weg entdeckt, aber. Ah, Kühnheitsufer. Noch mal ein Girafferig. Dieses Mal wird es anders kommen. Diesmal nehme ich eine seichtere Attacke. Dammit. So viel zu, ich nehme eine leichtere Attacke. Und die Podium ist Level 40. Uns wurde aufgetragen, niemanden in die Nähe des Sees zu lassen. Wieso? Genaueres weiß ich nicht. Aber es soll dazu dienen, sie den See zu schützen. Den See schützen. Es ist gut zu wissen, dass es auf der Welt noch solche bewundernswerten Menschen gibt. Ich glaube, der Mann heißt Zerus. Einen Paraheiler. Was soll ich nur tun? Ich habe es tatsächlich geschafft, meinen Hotelschlüssel zu verlieren. Schon wieder. Die Leute vom Hotel werden nicht gerade entzückt sein. Ich bin mir sicher, ich hatte ihn noch bei der Rezeption bei mir. Restaurant 7 Sterne, das Zuhause ist guten Geschmack. Okay. Tut mir leid, aber wir haben geschlossen. Bitte kommt wieder, wenn wir geöffnet haben. Okay. Gengar. Hey, ich bin der Projektleiter und zugleich Riesenfahrer von Gengar. Gegen andere Trainer zu kämpfen ist ziemlich aufregend, findest du nicht? Festige das Band zwischen dir und deinen Pokémon, um dich immer stärker in Gegner stellen zu können. Ciao, ich bin der Projektleiter. Du arbeitest daran, deinen Pokédex zu vervollständigen? Habe ich recht? Ist schon klasse, dass du so viele verschiedene Pokémon auf deiner Reise treffen wirst. Komm doch bitte wieder, wenn du deinen Pokédex mit vielen Einträgen gefüllt hast. Okay, ich habe anscheinend nicht genügend Pokédex-Einträge. Ein Fläschchen AP Plus. Ich schwimme lieber in einem Swimmingpool als im Meer, denn das Meerwasser schmeckt so salzig wie die Tränen,
die ich am Ende eines anstrengenden Arbeitstages begieße. Okay. Das ist edgy. Mega edgy. Ich bin eine einfache Seele und lasse meine Gitarre für mich sprechen. Meine Musik und meine Pokémon sind alles, was ich brauche. Ich fühle mich überall wohl, wenn ich sie nur bei mir habe. Sieh mir in die Augen, ich werde deine Zukunft darin lesen. Eine magische Begegnung steht bevor, aber ich kann nicht erkennen, ob sich das auf ein Pokémon oder auf einen Trainer bezieht. Okay. Wahrscheinlich auf beide. Dieses Hotel ist so romantisch. Ich warte sehnsüchtig auf den Tag, an dem ein edler Ritter auf seinem Pokémon hergaloppiert und mich für die Flitterwochen hier entführt. Okay. Willkommen, willkommen. Möchten Sie übernachten? Es tut mir außerordentlich leid, enttäuschen zu müssen, aber wir sind komplett ausgebucht. Sie dürfen sich doch gerne eine Weile ausruhen. Okay, cool. Ihre Pokémon sind wieder topfit. Bitte, ihr beehren Sie es bald wieder. Ein Purpurstück. Ganz ruhig. Stehe ich hier vor dem endlosen weiten Meer und schaue es beim Treiben zu. Ein Schnösel wie mir sagt die Küste einfach mehr zu als das kühle Nass. Oh, das Kind ist ein Trainer. Ist mein Schwimmreifen nicht schön? Okay, da brauche ich Surfer dafür. Dafür habe ich aber noch nicht. Planscher Rainer. Das ist bestimmt eine Stufe 100. Ne, Stufe 19. Und wieder ein Schalle los. Komm, ich kämpfe weiter mit ihm. Aeroas. Und nochmal. Planscher-Rainer wurde besiegt. Ich konnte mich nicht so gut bewegen, mein Schwimmreifen war im Weg. Okay, probiert. Ich komme hier aber nochmal zurück. Darauf komme ich nochmal zurück. Auf das Ganze hier. Ja, ich muss nach Harzhofen reisen. Dann heile ich noch meine Pokémon.
Und dann habe ich hier einen guten Spot, um eine Pause zu machen. Die Pokémon sind wieder topfit. Ja, dann speichern wir mal. War auf jeden Fall schon mal ein erfolgreicher Tag. Und dann würde ich an der Stelle sagen, wenn euch der Stream gefallen hat, dann lasst doch ein Follow da. Schaut auf YouTube vorbei, da gibt es nice Videos. Und natürlich Sun Bros. Praise the Sun. Yo, und bis zum nächsten Mal.